Servus und hallo. So, es gibt mal wieder Neues von mir. Ja, zu der Netflix-Doku The Game Changers wurde ja schon unglaublich viel inzwischen veröffentlicht an Blogbeiträgen und auch an YouTube-Clips von den unterschiedlichsten Influencern. Ja, ich persönlich habe das Ganze ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir natürlich auch diese Dokumentation angesehen und habe dann auch angefangen zu recherchieren. Ja, ich habe mir bewusst Zeit gelassen, alles komplett aufzuarbeiten und habe aber parallel schon angefangen, Thema für Thema, Baustein für Baustein im Rahmen meines Instagram-Accounts in Form von Charts als Highlights zu hinterlegen. Auf meinem Instagram-Account findet ihr knapp 200 Charts mit erklärender, konstruktiver Kritik zum Thema The Game Changers. Das Ganze ist jetzt abgeschlossen. Also wie gesagt, ich habe mir den Film angesehen, ich habe mir alle Reviews durchgelesen, deutschsprachig, englischsprachig, habe mir auch alles, was ich an YouTube-Clips zum Thema bekommen habe, habe ich mir angesehen, habe mir wirklich ein umfassendes Bild verschafft, habe alle involvierten Studien und darüber hinaus noch etliche weitere Studien zum Thema gesichtet, hauptsächlich natürlich im Zusammenhang mit Veganismus. Und ja, meine Ergebnisse aus dieser ganzen Geschichte, wie gesagt, in Form von Charts auf meinem Instagram-Account, den ich euch via Verlinkung natürlich in der Beschreibung einstellen werde. Ich habe dann nach dieser ganzen Recherche ein etwa knapp 10-minütiges abschließendes Fazit veröffentlicht. Und dieses Fazit möchte ich euch jetzt hinten angestellt auch nochmal auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen, damit ihr letztlich unterm Strich auch von mir ein abschließendes Statement habt. Wenn ihr wirklich ganz genau wissen wollt, was ist da vor sich gegangen, was ist da passiert, welche Studien wurden verwendet, wo wurde dieses besagte Cherry-Picking gemacht, welche Aussagen auf der anderen Seite stimmen aber auch, also wirklich auf einem konstruktiv-kritischen Niveau, ohne eine Pro- oder Kontra-Haltung habe ich versucht, das Ganze aufzuarbeiten. Wenn euch das interessiert, zieht euch diese Charts auf meinem Instagram-Account rein. Und ansonsten kommt jetzt mein abschließendes Fazit aus meinem Instagram-Account zum Film The Game Changers. Viel Spaß! Hallo zusammen! Mit den heutigen Charts beschließe ich vorerst einmal meine Recherche zum Thema The Game Changers und in diesem Zusammenhang auch zur Bedeutung und Sinnhaftigkeit von veganer Ernährung. Ja, also als ich diese ganze Sache angefangen habe, da wusste ich noch nicht so recht tatsächlich, was mich erwarten würde. Ich war anfangs, habe ich ja auch so wiedergegeben, schon ein kleines bisschen angetan und fühlte mich da auch ein kleines bisschen zumindest erleuchtet von diesem Film und bin dann eigentlich wirklich völlig unvoreingenommen eingestiegen in diese Recherche, habe angefangen zu lesen, was andere darüber schreiben. Und ich glaube, ich habe 10 oder 15 YouTube-Reviews mir darüber angeguckt. Jeder von diesen Meinungsgebern pickt sich natürlich eines seiner Lieblingsthemen oder einige seiner Lieblingsthemen raus und behandelt die ganz besonders. Und ich habe wirklich alles durchgelesen, was mir irgendwie unter die Finger gekommen ist. Viele von euch haben mir auch dabei geholfen, etwas rauszufinden oder etwas zu finden. Vielen Dank dafür, für das proaktive Verhalten auch eurerseits. Und das Ergebnis von all dem, was ich letztlich dann noch dazu auch selbst recherchiert habe, das findet sich jetzt wirklich in diesen zwei Story-Highlights zu The Game Changers. Ja, Fazit oder was kann ich dazu sagen? Generell zu dieser Dokumentation möchte ich und muss ich schon klar Stellung beziehen und muss sagen, dass es eine schon eine mehr oder weniger große Enttäuschung war, wie
das Ganze letztlich dann doch verlaufen ist in Sachen Inhalt, in Sachen belegbare Fakten, in Sachen Cherry-Picking wird in sehr, sehr vielen Reviews verwendet, aber es ist einfach das passende Wort dafür. Es ist sehr schade, wie das gelaufen ist in diesem Film, wenn man letztlich einmal ganz genau reinschaut. Es ist schade, dass Meinungsbildung nicht auf einem fachlich korrekten Niveau versucht wird, hier zu gestalten, sondern halt doch mehr in Richtung Sensationspresse und vollste Aufmerksamkeit. Das dann aber halt leider Gottes zu Lasten von echten Fakten und wirklichen Sachen, die auch handfest sind und Hand und Fuß haben und die man auch wirklich sagen kann. Wirklich sagen kann man von Veganismus und dem Einfluss auf die Gesundheit tatsächlich letztlich überhaupt gar nicht viel. Und das Wenige, das man heute schon sagen kann, ist jetzt nicht so, dass es wirklich sehr stark positioniert ist in Richtung überschwellige, übergreifende gesundheitliche Vorteile durch den Wechsel auf eine vegane Ernährung. Das ist alles andere als gegeben. Und darum, ja, ist es natürlich auch klar, wenn man in dieser Zeit mit diesem Faktenwissen eine solche Dokumentation macht, dass man auf irgendeine Art und Weise dann anfangen muss zu biegen und das ein bisschen anders darzustellen, damit man letztlich auf diesen eindeutigen, klaren Konsens kommt, der die Leute wegflasht und wo die Leute denken, boah, brutal hier, Wahnsinn, was habe ich denn gemacht die ganzen Jahre? Also es ergibt sich halt dann für mich dann schon ganz klar dieses Bild, warum das alles so gelaufen ist. Was kann ich euch mit auf den Weg geben zum Thema vegane Ernährung, generell pflanzlich basierte Kost? Es macht auf jeden Fall Sinn, einen Teil seiner Ernährung insgesamt pflanzlich basiert ausfallen zu lassen. Es macht nicht Sinn, 100% immer und dauerhaft sich pflanzlich zu ernähren. Das Ganze ist geschuldet einer sehr hohen, einer relativ hohen Einseitigkeit, in die man sich dabei begibt, die man natürlich auf jeden Fall in der Lage ist auszugleichen, wenn man ein unglaublich starkes Know-how hat und wenn man sehr, sehr viel Zeit auch rein investieren möchte in das eigene Hinterfragen und in die Gestaltung der eigenen Ernährung. Und das machen, bin ich mir hundertprozentig sicher, angesichts der Statistiken, die allerwenigsten von euch, und darum ist es nicht sinnvoll, für einen Großteil aller Leute da draußen vollständig in eine vegane Ernährung einzusteigen. Was Sinn macht, ist auf jeden Fall auch beim Thema Protein einen gewissen Anteil pflanzlichen Proteinträgern zuzuschreiben, den Fleischkonsum zu reduzieren, auf also nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Wirklich hochqualitatives Fleisch kaufen und dabei wirklich darauf Acht geben, dass die entsprechende Haltung, Fütterung und so weiter, dass all diese Sachen wirklich eingehalten werden und man da wirklich etwas qualitativ Hochwertiges bekommt. Der Weg weg von jeden Tag Fleisch ist absolut richtig, aber generell, wie gesagt, gibt es absolut keinen Hinweis darauf, der wirklich haltbar ist, dass man besser damit aus nutritiven Gesichtspunkten fährt, wenn man ab heute aufhört, jegliche tierische Lebensmittel zu verzehren. Das ist der klare Konsens. Also der Trend geht eigentlich eher hin in eine bewusste Ernährung, in eine pflanzenreiche Ernährung, aber auch mit einem gewissen Bestandteil nach wie vor tierischer Bestandteile und tierischer Lebensmittel. Das ist der klare Konsens nach all meinen Recherchen. Veganismus funktioniert, wenn man ganz, ganz, ganz viele Sachen berücksichtigt und richtig macht und man sich da wirklich aus anderen Gründen wie dem nutritiven Vorteil drauf verschwört, was absolut okay ist. Also ich habe absichtlich den Teil in der Game Changers weggelassen, der sich mit diesen ganzen Kennzahlen zur Umweltverschmutzung und zur Massentierhaltung und so weiter äußert, habe ich absichtlich weggelassen. Mir geht es nur um den nutritiven Aspekt. Ich möchte niemanden ankreiden, nur weil er
moralisch und ethisch etwa mit dieser ganzen tierischen Geschichte nichts anfangen kann. Das ist eine großartige Sache, wenn sich jemand dafür verschreibt und da wirklich auf diese Art und Weise seinen Beitrag leistet. Das möchte ich nicht ankreiden, möchte ich auch gar nicht thematisieren. Damit will ich auch gar nicht mich groß beschäftigen. Mir geht es nur rein um diese nutritiven Aussagen, die getroffen worden sind. Und das als abschließendes Statement zu dieser kompletten The Game Changers Reihe von mir. Falls ihr alle Charts gesichtet habt und falls ihr jetzt noch eine oder andere Aussage aus dem Film gesehen habt, die euch vielleicht noch erklärenderweise von mir fehlt, dann lasst mich das wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen über nochmal abschließendes Feedback von euch, wie euch das Ganze gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall nach wie vor bei diesem Thema dranbleiben. Ich glaube, dass ich wirklich jetzt alles, was es gibt, habe ich jetzt wirklich einmal komplett gesichtet. Diese Recherche hat sich jetzt wirklich über Wochen gezogen und ich habe mir auch absichtlich die Zeit gelassen, damit ich wirklich mal sagen kann, was es bis zum heutigen Tag X gibt. Das habe ich mir angesehen. Und jetzt, alles was jetzt kommt, werde ich natürlich auch weiter betrachten. Also wenn dazu irgendwelche Fragen eurerseits noch aufkommen, dann sehr gerne. Ich bleibe auch bei dem Thema dran. Ich werde mich auch nach wie vor bemühen, auch für Leute, die sagen, ich möchte trotzdem vegan leben, dass ich da wirklich eine bestmögliche Planung für diese Leute auf die Beine stellen kann, damit ich die bestmöglichen Tipps und Ratschläge zur Durchführung geben kann, damit es da ja nicht zu einer Mangelernährung und zu einer Einseitigkeit, zur Einschränkung der Leistungsfähigkeit kommt, sondern dass da wirklich alles laufen kann. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank für alle, die die Charts sich von Anfang bis Ende angesehen haben, die dabei geblieben sind und die das Ganze auch geteilt haben. Das Feedback war wirklich toll. Ich werde auch nach wie vor daran festhalten, immer mal wieder ein Seminar zum Thema Veganismus auf die Beine zu stellen. Und das jetzt meine neunminütige, fast zehnminütige Abrede zum Storyboard The Game Changers. Ich wünsche euch was. Macht's gut.